Hallo zusammen und herzlich willkommen hier aus unserer Werkstatt von Mika Caravan. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr nochmal ein Video zu machen. Ihr seht es hier schon eingeblendet, Alpine Navigation. Was wir hier auch verbauen, das Thema habe ich noch gar nicht angeschnitten, das soll jetzt auch nochmal. Es ist nämlich eigentlich ein Riesenthema, finde ich, gerade bei Wohnmobilen. Zum einen Navigationsgeräte, zum anderen der Sound. Wir haben ja hier jetzt zum Beispiel einen Renault stehen, einen Ahorn, wo wir ja hier in der Türe den Lautsprecher verbaut haben. Und was da original verbaut ist, ist leider nicht so toll. Warum ist es nicht so toll? Zum einen natürlich relativ günstig und zum zweiten sind die Türen natürlich hier sehr hohl da alles drin und sehr blechern und nicht wirklich dementsprechend richtig ausgedämmt, eigentlich gar nicht gedämmt. Hier werden wir sehen, was da für Hohlraum drin ist. Klar, da muss die Scheibe runter, aber da passt richtig gut Dämmmaterial rein. Was ich eigentlich für ganz wichtig empfinde. Also wenn wir jetzt von Soundgefühl sprechen, dann arbeiten wir hauptsächlich mit der Firma Alpine und zum Zweiten mit der Firma Gladen. Die Firma Gladen ist eigentlich relativ bekannt und ich kann euch jetzt hier auch mal was zeigen. Hier habe ich nämlich gerade noch ein Set liegen, was wir auch in dem Ahorn verbaut haben. Ich mache das jetzt hier mal miteinander auf. Also wir sehen hier schon von der Qualität. Welche Lautsprecher hier verbaut sind, das ist natürlich schon ganz was anderes mit einem richtig tollen Magneten drin und die haben auch schon mal richtig Wumms. Die machen auch schon mal einen ganz anderen Klang. Das ist jetzt allerdings das Originalset für einen Fiat Ducato Plug and Play. Habe aber auch für den Renault was Schönes gefunden von der Firma Gladen. Hier haben wir dann auch noch zusätzlich die Hochtöner. Da schauen wir jetzt auch mal miteinander rein. Ich mache das jetzt mal auf, mal schauen, wie ich das jetzt mit einer Hand bewerkstelligen kann. Jawohl. Zum einen sind es hier die Hochtöner, zum Zweiten, wo in die Kunststoffverkleidung kommen, zum Zweiten natürlich auch mit einer anständigen Weiche dementsprechend und ganz, ganz wichtig natürlich immer hier mit dem Dämmmaterial. Und dieses Dämmmaterial, da haben wir auch extra nochmal richtig Rollen davon. Da sieht man auch, wie stark das ist. Das ist mir teilweise doppelschichtig. Ich habe auch nochmal so dicke Dämmmaterialien, wenn wir Lautsprecher verbauen, dämmen wir auch dementsprechend gleich die ganze Türe aus. Weil das macht unbedingt Sinn, damit dieses Holleinen, also dieses Scheppern vom Klang einfach ein bisschen weggeht. Und das ist ganz wichtig. Hier haben wir jetzt dann auch noch zusätzlich einen Subwoofer verbaut. Ich gehe jetzt heute mal mit euch hier rein. Den ziehen wir jetzt hier mal ein Stück raus. Den haben wir hier verbaut. Ihr seht ihn auch von der Firma Gladen. Den haben wir da unten. Der ist jetzt noch nicht fix und fertig. Der wird noch schöner verbaut natürlich unterm Sitz. Dementsprechend kriegt er hier auch eine kleine Kugel, wo man den Bass regulieren kann, wo man auch nochmal extra verbauen. Und dann sehen wir hier natürlich das wunderschöne Navigationsgerät von der Firma Alpine. Passt super rein in den Renault, finde ich. Also macht sich richtig gut. Schaut richtig cool aus. Kann man auch leicht neigen. Wir haben es jetzt so, sieht man hier, ne, angepasst an der Schräge. Normal steht er ja gerade. Haben wir leicht schräg gestellt, damit es natürlich schöner ausschaut und zu den Armaturen sich hier schön integriert. Also ich glaube, das kann man echt sehen. Ne? Also ich finde es richtig klasse hier. Schaut toll aus. Dann haben wir natürlich auch noch eine GPS-Antenne verbaut. Die haben wir hier hinten, unten drunter, unter der Kunststoffverkleidung verbaut. Man muss nur darauf achten, dass über der GPS-Antenne keinerlei Metall mehr ist wegen der Abstrahlung, damit er auch wirklich Empfang kriegt. Und das funktioniert auch alles. Und dann natürlich noch schöne, gute Türlautsprecher. Und dann macht das natürlich einen richtig geilen Sound. Ich mag es jetzt nicht an, weil hier in der Kamera kommt bei euch das daheim auf dem PC natürlich bei Weitem nicht mehr so rüber. Und da kriegt man das auch nicht mit. Das ist ein Sound, kann man schlecht durch so einen Film transportieren,
Aber man kann sowas auch anhören. Ich habe das ja bei unserem Musterfahrzeug verbaut. Da kann man das auch vorführen. Da haben wir auch einen Subwoofer reingebaut. Auch die Ladenlautsprecher. Also die sind richtig toll. Und dann verbauen wir oft nur einen kleinen Verstärker mit dazu. Aktiven oder inaktiven Subwoofer, je nachdem, was man braucht, was man möchte. Da kann man viel investieren und kann auch viel dementsprechend bewirken mit dem Sound. Auch im Wohnmobil, was von Haus auf eigentlich nicht so gut ist. In diesem Sinne ist das eigentlich eine gute Geschichte. Ja, was kriegt der Aachen sonst noch? Eigentlich nicht mehr viel. Halt, stopp, ich habe noch was vergessen, mein Navigationsgerät, warum wir eigentlich so auf Alpine sind. Klar, die sind ein bisschen teurer, aber eins muss ich dazu sagen, die funktionieren wirklich gut. Einen tollen GPS-Empfang, ein tolles Navigationssystem, wo man auch die ganzen Abmaße vom Wohnmobil hinterlegen kann und die auch gleichzeitig in der Route natürlich berücksichtigt werden. Und das finde ich ganz toll. Dann haben wir natürlich nur ein Digitalradio dementsprechend, unheimlich viel Soundeinstellungen und so weiter. Also Plug and Play mit dem Handy, Bluetooth, Freisprechanlage und. Also alles, was das Herz begehrt. Und da hat man so ein richtiges Entertainment-System. So, was bauen wir hier noch alles ein in den Ahorn? Ein Lithium-Akku haben wir eingebaut. Er ist nur ein bisschen zerlegt, wie ihr seht, weil da kommen noch 220 Volt Steckdosen rein, die wir nur extra verbauen. Da müssen wir hier unten noch einen kleinen Kabelkanal haben wir da gelegt. Da sind wir dann dahinter gegangen. Wie wir sehen, haben wir dann hier die Kabelstrippe gezogen, weil hier oben soll nur 220 Volt Steckdose ran. Ja, er möchte da hinten halt sein Handy laden und dementsprechend machen wir das auch. Hier vorne kommt nur 12 Volt, die liegt schon da kommt nur 12 Volt Steckdose rein. Dann machen wir hier oben noch eine größere Dachluke rein. Warum machen wir das? Die Herrschaften sind sehr groß und das ist recht knapp und wenn man Dachluke reinmacht, hat man natürlich noch die Wölbung. Und dann machen wir nur 40-40 Hege rein, ein Mini-Hege 40-40 mit Zwangsentlüftung wegen der Dusche. Und dann kann man da auch richtig gut stehen. Aber wenn man mal größer ist mit 1,95 m, dann passt das auch wieder super gut. Ja, und dann verbauen wir nur die Steckdosen und dann ist alles gut. Jetzt zeige ich euch noch schnell das Batterienfach. Laufen wir einmal um das Fahrzeug rum. Jetzt müssen wir hier mal vorbei. Entschuldigung, wenn es ein wenig wirr ist in der Kamera, aber hier haben wir das Batterienfach, wo wir dementsprechend unseren Liontron-Akku verbaut haben. Temperatursensor natürlich angeschlossen. Hier oben hängt ein Ladebooster, sprich Ladegerät von der Firma Büttner, das schon montiert war. Und das haben wir natürlich angeschlossen. Also hat er auch Strom, da haben wir natürlich 150 Ampere-Stunden gemacht, also das ist richtig gut. Und da macht es dann auch richtig Spaß. Jo, in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch für die ganzen Abos, wo ihr hier bei mir macht und über meinen Kanal schaut. Und auch ich bedanke mich bei euch für die fleißigen Likes und vielen Kommentare von euch. Finde ich ganz toll. Macht auch riesig Spaß. Und ich versuche jetzt kurz nach Weihnachten, wie versprochen, unser Wassersystem einzubauen, wo ich ja schon angekündigt habe, damit wir dementsprechend auch hier weiterkommen und euch auch mitnehmen kann fürs nächste Video. Und auf alle Fälle einen guten, guten Rutsch ins neue Jahr. Ganz viel Gesundheit und natürlich, dass es euch alle weiterhin sehr gut geht. Und nur das Beste von Miga waren und unserem gesamten Team. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder nächstes Jahr. Bitte weiterhin fleißig abonnieren. Freut mich unwahrscheinlich. Da weiß man, warum man es macht. Und ich versuche auch weiter ganz große, interessante Themen euch anzutragen und auch dementsprechend die ganzen Kommentare zu beantworten. Und ihr dürft auch weiterhin meine Likes oder eure Likes da lassen, freue ich mich natürlich auch sehr. Und in diesem Sinn wirklich alles Gute, viel Gesundheit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein ganz, ganz tolles und hoffentlich wesentlich besseres 2021.
damit wir das Ganze wieder hinter uns lassen können. In diesem Sinn, bis denn, macht's gut und bis bald. Tschüss.